Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Far Cry 5 DLC Hearts of Darkness. Ich bin immer noch Yumika und da drüben wird schon wieder rumgeballert, wie es aussieht. Ich würde echt gern wissen, was das für ein Verbündeter war, der da abgeknallt wurde. Oh. Hoppala. Okay, hier ist halt dieses Gas überall. Okay. Hier sind halt jetzt noch ein paar Schlitzis. Egal. Da ist noch einer. Aber die haben ja auf irgendwas geschossen oder irgendwem. Also müssen ja hier Verbündete irgendwo sein, oder? Oh, nein, nein. Ich will meine Perks verlieren. Das will ich wirklich nicht. Ziemlich viel Fightbewegung, ja? Kontakt. Oh, die kommen zu uns. Kommt zu uns. Der wäre dann mal weg. Ist das Gras oder ein Berg? Ich glaube, das ist ein Berg. Verdammt, da kommen noch welche. Ja, ja, ich gebe dir schon Deckung. Ich gebe dir sehr viel Deckung sogar. Ich glaube, wir sollten von hier weg. Ich glaube, da kommen immer mehr. Okay, wir verziehen uns erstmal. Oh nein, dieser Kratzer ist wieder da auf der Facecam. Ja, toll. Nicht so schlimm. Passt schon. Rennen wir überhaupt richtig? Aber Mist, wir müssen da mitten durchs Napalm durch. Können wir da überhaupt durch? Das ist jetzt die Frage, ob wir da überhaupt durch können. Okay, Moment. Ist der Wasserweg auch giftig? Ja, alle giftig. Okay, dann gehen wir mal da lieber nicht rein. Ich hab sie, da drüben! Wo? Ich sehe keinen. Voller Lügner. Okay, wenn das Geräusch kommt, sollten wir uns vom Acker machen. Sieht mir das überhaupt was ab? Weil ich habe ja keinen HP-Balken. Also ich sehe ihn zumindest nicht. Der könnte unter der Facecam sein. Aber im anderen habe ich ja auch den Balken mal sehen können, oder? Okay, hier können wir endlich mal drüber. Und ich habe schon herausgefunden, wir haben keinen Fallschirm. Sie schlagen sich super, Python 2-5. Da ist noch eine aktive Flagge irgendwo westlich von Ihnen. Passen Sie auf feindliche Soldaten auf. Ah, endlich mal eine Flak. Wo ist die Flak? Da ist die Flak. Okay, dann gehen wir da zur Flak rüber gleich. Okay. Gehen wir mal zur Flak. So, ups. Sehr realitätsnah. So, wir müssen nur aufpassen, auf keinen Fall entdeckt zu werden. Ernsthaft, da musst du, wegen dem muss er gleich schwimmen gehen? Wahnsinn. Komm doch. Der war doch locker nicht alleine, oder? Der war alleine. Huch. Man kann noch was einfach sammeln. Okay, ich habe gar keine Ahnung, was ich da gerade mitgenommen habe. Jetzt haben wir hier Sprengsätze und alles. Ein Granatwerfer. Das Delphi Melfi ist ja natürlich nicht so praktisch. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich die Pistole aus der Hand gebe, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonderlich clever wäre. Komm. Tut mir leid, Bogen. Tut mir leid. Einfach für den Notfall. Falls was schief geht. Kann man hier was einsammeln? Nee. Was habe ich denn gerade eingesammelt? Ich verstehe es nicht.
Hier vielleicht? Nee. Okay, Moment. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Okay, da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht hoch. Müssen wir vielleicht nochmal zurückrennen? Nee. Wie komme ich den Berg denn hoch? Da wird schon wieder fleißig rumgeballert. Das sind Verbündete. Beziehungsweise Neutrale. Ja, das sind Leute von uns. Guck mal einen an. Okay, dann gehen wir aber mal weiter. Wir müssen da ja irgendwie hochkommen. Nicht heute, nicht so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe voll Bock, die Bäume hier zu fällen. So, jetzt sind wir eh gleich da. Aber mich nervt dieses Ding hier. Nervt mich gerade ein bisschen. Ist das wegen einem Einfall hier? Es ist zumindest geringer. Draußen streift ein riesen Panther rum. Ich habe seine Spuren gesehen. Ich habe das Gefühl, der wird noch eine Rolle spielen. Der wurde jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt. Ich frage mich, ob das der war, der die Leute weggesnackt hat. Huch. Hey Leute, what's up? Alles in Ordnung? So, ja. Bye bye, Leutchen. Hat Spaß mit euch gemacht. So, dann sind wir auch schon bei der Flakleue. Ah, Mist, ich wollte mir den Friedhof noch anschauen. Ich wollte wissen, ob da vielleicht was draufsteht. Nee, das sind die absoluten Premium-Gräber. So. Okay, hier gibt es zwei Flaks. Ist aber schon cool gemacht mit den Perks, wenn man leise ist, dass man die bekommt. Haben es gut gemacht. Okay, ich weiß nicht, ob sie uns bemerkt haben. Okay, noch sind wir unentdeckt anscheinend. Noch sind wir unentdeckt. Da oben ist noch einer. Jetzt haben die was gemerkt. Okay, die müssen wir jetzt zerstören. Was haben wir denn hier alles? Das ist nur Annäherungssprengstoff. Der bringt uns nicht so viel. Ach so, ja, wir haben ja einen Granatwerfer. Stimmt ja. Gut, dass wir mitgenommen haben. Fast hätte es mich erwischt. Oh, Moment mal. Es geht los. Okay, er hat nicht ausgereicht. Okay, da hat man ja Nummer One there. Lesen. Bericht des Kommandeurs. Abschlussbericht des 2.10. Was? 2.10? Ach, egal. 8 Flugzeuge, die diesen Sektor überflogen haben, wurden gesichtet und beschossen. Eins wurde zerstört und ist vermutlich
SSO abgestürzt. Zwei Fallschirme wurden gesichtet, einer direkt südlich von dir und der zweite im Südosten. Die Suche läuft. Okay. Aber hier muss doch noch wer leben. Wir haben noch kein Erobert-Ding bekommen. Ja, gibt es hier gerade gar nicht. Versuch was wert. Firebase Echo, Python 2-5. Diese Kanone ist jetzt außer Betrieb. Yay! Dann können wir ja jetzt wieder Luftunterstützung haben, oder? Luftangriffe freigeschalten. Ja, geil. Wir müssen klug vorgehen, klar. Daten von Flugaufklärung. Guck mal nochmal kurz hier hoch, ob da vielleicht irgendwas wieder versteckt ist. Jetzt, wo Sie die Flak ausgeschaltet haben, können uns die Aufklärungsflüge wieder aktuelle Daten liefern. Na, aber ich bleib beim Granatwerfer. So. Ach cool, jetzt wurde in dem Gebiet die Sachen hier alle entdeckt. Okay, was ist hier? Hier ist noch eine Kirche. Gehen wir mal zur Kirche rüber. Die ist... Oh, was geht denn da ab? Auf jeden Fall ein Gefecht geht da ab. Da wurde, glaube ich, einer gerade gerettet. Okay, wo ist denn jetzt meine Markierung hin? Ich sehe die gar nicht. Ist genau hinter mir. Ach, da! Ja, so jetzt. So, ach, da ist der HP-Balken. Jetzt sehe ich ihn auch mal. Okay, zieht uns das Gas dann gar keine HP ab, oder wie? Okay, da ist jemand. Da sind Loyals. So. Moment, wo ist denn jetzt dieses Lager, zu dem wir hin wollten? Das muss das hier sein. Aufpassen, Cowboy. Wir kriegen Besuch. Oh, hätte ich den Wildschwein überlassen können. Oh, na gut. Passt schon. So. Oh, hier ist schon wieder was. Ach, die Pflanzen kann ich nehmen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was sie bringen, aber ich nehme sie einfach mal mit. Es gibt ja hier kein Zusammenmischding. Deswegen nehmen wir sie einfach mal so mit. Dank dem Herrn für kleine Gefallen. Okay, da ist eine Patrouille. Aufgepasst. Hätte mich gewundert, wenn es nur zwei wären. Das sind doch locker vier. Ich könnte doch nicht sagen, dass die nur zu dritt unterwegs sind. Was sind das für welche? Und einer davon hat nur einen Stock. Also. Gut ausgebildet sind sie auf jeden Fall. Scheiße! Ja, und das war's mit den Perks. Ah, Mist, meine schönen Perks. Hey, schießen doch ab. Oh. Okay, das könnte ein bisschen gefährlich werden jetzt. Die denn? Ich sehe die Penner gar nicht. Eine fette Reichweite hat der Mörser auf jeden Fall. Weg ist er. Ist der unterirdisch?
glaube, der ist unterirdisch. Ja, der wird unterirdisch sein. Kann ich da drauf schießen? Ich glaube, jetzt ist er nicht mehr unterirdisch, oder? Da sind auch welche. Vielleicht mal bombardieren, Leute. Wo seid ihr, kleinen Schlawinkel? Huch. Bye-bye, Leutchen. Ist noch einer. Oh. Okay. Wir kommen noch mehr. Ja, die kommen von hinter uns. Ah, oh, die Schweinepriester. Was? Bienen? Warum stirbt der nicht? Ach ja, Flammenwerfer-Typ. Die können die Verbrennersägen im Boden. Oh ne, mein schöner Mörser. Nein! An was ist er gestorben? Komm, den heizen wir jetzt nochmal ein. Gut, dass der Mörser unzerstörbar ist. Jetzt kommen die schon wieder von da drüben. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier weg. Und tschüss. Na, ich glaube, da unten ist es wieder giftig. Wir haben gerade keine andere Wahl. So, was haben wir denn hier? Bericht des Kommandeurs. Die Installation des Patriotismus-Lautsprechers wurde im Zeitplan abgeschlossen. Abgefangene feindliche Funkmeldungen wurden mitgeschrieben und an den Feldnachrichtendienst weitergeleitet. Der Funkverkehr der feindlichen Feuerbasis Echo wird weiterhin abgehört. So, warum melden wir das eigentlich nicht, dass sie abgehört werden? Das wäre doch schlau, oder? Was haben wir hier? Okay, hier können wir in diese Bruchbude rein, die wir vorhin bombardiert haben. Okay, was haben wir hier noch? Haben wir vielleicht eine andere Pistole auch? Naja, eher nicht, ja? Okay, wir können die Pistole auch nicht gegen eine Heavy eintauschen. Aber was wir tun können, glaube ich, ist das gegen eine Heavy eintauschen und den Granatwerfer gegen die Pistole eintauschen. So, geht doch. Wir haben nur, was wir dabei haben. Das hält nicht mehr lange. Von wegen. Das hält noch ewig, würde ich sagen. Damit können wir noch dreimal diesen Krieg führen. Okay, hier unten sind wir jetzt fertig. Das war nur so ein ganz kleiner Bunker anscheinend. Ich frage mich halt immer, ob man sowas aufsprengen kann. Aber ich vermute jetzt einfach mal nicht. Auch wenn man unglaublich viel hier zerstören kann. Ja, unsere Perks sind leider wieder weg. Ja, müssen wir wieder ein bisschen so Top-Secret-Kills machen. Ein Flammenwerfer. Ne. Wir bleiben bei dem, was wir haben.
Soldat. Ach ja, das ist die Bruchbude, die wir mal bombardiert haben. Puh. Gehen wir überhaupt in die richtige Richtung? So, das war der Bunker, den wir gerade schon. Okay. Dann müssen wir als nächstes wohl hier rüber. Also ich habe nichts gegen Gesellschaft, wenn ich ehrlich bin. Hast du was gegen Gesellschaft? Ich nicht. Kann ich mit dir reden eigentlich? Nee, habe ich schon mal versucht, ne? Nicht sehr gesprächig, dieser Joseph oder wie er nochmal hieß. Aber na gut. Dann würde ich sagen, ist das Video hier an der Stelle vorbei. Die 20 Minutes sind mal wieder erreicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo, wenn euch dann meine Videos gefallen. Und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um ihr zu zeigen, wie man richtige Mörser-Action im Urwald durchführt. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye.